Der internationalen KunstkritikerInnen, des internationalen KunstkritikerInnenverbands begrüßen zu dürfen. Ich würde sagen, endlich, was lange währt, wird endlich gut. Also das sind die Preise für 2020. Aber Herr Korinthenberg und unsere Kollegin von der Kommunikation und Öffentlichkeit haben sich in dieser Zeit schon regelrecht angefreundet, wie sich heute herausgestellt hat, weil immer wieder auch die Preisverleihungen verschoben wurden. Jetzt finden die Preisverleihungen statt, aber es ist ein sehr kleiner Kreis, wie Sie sehen. Also wir sind tatsächlich, jemand sagte, das ist wie ein Familientreffen. Ja, so fühlt es sich an, aber immerhin, wir können uns treffen und die Preise können verliehen werden. Ich möchte auch sehr herzlich die Präsidentin der EIKA, Danielle Perrier, und Gerd Korinthenberg begrüßen, unser Juror. Wir sind das Museum des Jahres 2020. Ja, Sie werden dann auch im Anschluss an mich sprechen. Es ist eben nicht nur unsere Preisverleihung, sondern es werden zwei weitere Preise vergeben. Ausstellung des Jahres an den Hardware Medienkunstverein in Dortmund. Also ich begrüße auch sehr herzlich Inke Ahns. Wir haben uns schon lange nicht gesehen. Wir haben vorhin festgestellt, das letzte Mal vor 10 Jahren. Also auch das eine wunderbare Gelegenheit. Und Sabine Maria Schmidt, die Jurorin. Des Weiteren gibt es einen Preis in der Kategorie Besondere Ausstellung und dieser geht 2020 an das Brücke-Museum in Berlin und hier begrüße ich Lisa Marei Schmidt, die Direktorin, und Elke Buhr, die Jurorin. Also zu den Gründen, weswegen diese Preise verliehen werden, werden wir sicher im Laufe der Veranstaltung noch einiges hören. Das Datum der Preisverleihung ist sehr gut gewählt, denn heute ist der Bauhaus-Geburtstag. Das fanden auch einige, mit denen ich im Vorfeld gesprochen habe, ganz aufregend. Vor 95 Jahren eröffnete Walter Gropius mit etwa 1500 Gästen aus der ganzen Welt das Bauhausgebäude, das berühmte Bauhausgebäude, als neue Hochschule für Gestaltung. Also 1500 Menschen sind unter den diesjährigen pandemischen Bedingungen unvorstellbar geworden. Also dieses Gebäude befindet sich auf der anderen Seite der Stadt, also auf der anderen Seite auch des Bahnhofs. Und heute sind wir hier im Bauhausmuseum und das wurde anlässlich des 100-jährigen Bauhausjubiläums 2019 eröffnet. Und es ist ein Gebäude der Atenda Architects aus Barcelona. An der Stelle überbringe ich auch herzliche Grüße von Roberto González. Er wollte ursprünglich kommen und er hat nach längeren Ringen davon abgesehen, denn in Zeiten wie diesen schien es ihm weniger kompliziert zu reisen, als wieder zurückzukommen. Er hätte das sehr gerne gemacht. Ja, also zu diesem Gebäude. Es gab im Vorfeld einige Diskussionen zum Standort hier. Ich persönlich war daran nicht beteiligt. Ich war auch nicht am Bau des Museums und an der Konzeption der Sammlungsausstellung durch die Kollegin Regina Bittner und der Sammlungsleiter hier auch Herr Töner, beziehungsweise auch Dorothee Brill, also ich habe die Sammlungsausstellung konzipiert, also daran war ich auch nicht beteiligt und auch nicht an der Umsetzung der Präsentation durch Schiweiz Berlin. Auch hier freue ich mich, dass Detlef Weitz und Sonja Beek anwesend sind. Wer heute nicht anwesend ist, aber ich möchte sie dennoch erwähnen, das ist meine Vorgängerin Claudia Pern. Sie hat den Neubau verantwortet und auch eine sehr herausfordernde Umsetzung begleitet. Aus meiner Sicht ist die Wahl des Standortes städtebaulich gesehen äußerst positiv. Es ist eine Lage inmitten der Stadt und es ist auch ein interessantes Dazwischen. Also wenn Sie hier aus dem Fenster sehen, das ist das Rathauscenter, ein Shoppingcenter auf der anderen Seite, jetzt leider dunkel, aber ein öffentlicher Park, ein wunderbarer Park. Wir sitzen genau dazwischen. Es gibt diese Verbindung zur Stadt und das ist auch etwas, was die Architekten in einem hohen Maße interessiert hat, also auch so eine Durchlässigkeit und eine Öffnung zu erzeugen. Also das ist Teil der Konzeption von Anfang an gewesen. Baulich wollten die Architekten eigentlich weitergehen, aber sie sind dann auch in dem einen oder anderen Fall an den rechtlichen Regularien gescheitert. Macht nichts, dennoch ist die Verbindung zu Stadt und städtischem Leben gegeben und das macht es großartig. Und es liegt letztendlich auch an uns, an der Nutzung, wie wir diese Überlegungen mit Leben füllen.
Für die Stiftung Bauhaus Dessau eröffnet sich darüber hinaus auch eine neue Achse. Eine Achse, die quer durch die Stadt geht und sie verbindet auch die zwei Hälften der Stadt und damit auch dieses eine Bauhausgebäude, das vor 95 Jahren eröffnet wurde von Gropius und dieses Museum hier. Vorbei geht es am Anhaltschen Theater und das ist auch einer unserer wichtigsten Kooperationspartner. Ich erwähne es deshalb, weil diese Achse auch künftig für uns, also dieser Weg zwischen den Gebäuden, eine wichtige Rolle einnehmen wird. Zurück zum Gebäude. Die Architekten sehen es in erster Linie als einen Möglichkeitsraum. Und ich hatte gestern mit González telefoniert, Roberto González, und er hatte nochmal betont, dass es ihm ganz wichtig war, also dass es diesen schwebenden Riegel, dass mit diesem schwebenden Riegel eine große Struktur geschaffen wurde, also ein Rahmen. Und dass in diesem Rahmen Räume definiert wurden, die auch verschiedenste Veränderungen möglich machen sollen, also auch über einen sehr langen Zeitraum. Und dass es eines der Hauptziele gewesen ist, auch durch diese Großzügigkeit des Raumes und seine potenziellen Veränderungsmöglichkeiten auch Handlungen, Aktivitäten aller Art zu stimulieren. Und das ist mit dem offenen Erdgeschoss, also das ist hier die Grundidee. Das ist auch gelungen, das ist hier auch die offene Bühne, so wurde das genannt, von Seiten der Stiftung und dies soll auch künftig weiter ausgebaut werden, also dieser Gedanke. Der Preis ist aber nicht nur für das Gebäude verliehen, das ist ganz wichtig, es bezieht sich auf das gesamte Museum, ist ja auch Museum des Jahres 2020 und das heißt, dass es auch das Zusammenwirken seiner Teile, dass es wesentlich um dieses Zusammenwirken seiner Teile geht und dazu gehören auch ganz wesentlich kuratorische Schwerpunktsetzungen. Und da ist wesentlich auch den Kolleginnen im Haus und Dorothee Brill zu danken, nicht wieder eine Meistergeschichte des Bauhaus erzählt zu haben. Dazu gehört aber natürlich auch die Präsentation durch das Büro Scheweitz. Aus meiner Sicht ist das jetzt nicht, also dieser ehrenvolle Preis, ist nicht der Abschluss des Projekts Museum, sondern für uns ist das ein Ansporn und auch eine Motivation fortzusetzen. Und hier nochmal Roberto González. Er meinte, das Museum ist nie fertig. Also ein Museum kann nicht fertig sein. Das ist etwas, was letztendlich auch immer weiter mit Leben zu füllen ist. Und insofern nehmen wir diesen Preis als einen großen Auftrag. Dankeschön. Ja, liebe Barbara Steiner, herzlichen Dank für die warmherzigen Worte und die Möglichkeit, heute Abend alle zusammen, familiär zusammen zu sein. Es grenzt an ein Wunder und daran haben natürlich auch sehr ihr Team mitgearbeitet, ganz besonders Uta König, die mit Gerd Korinthenberg diese Veranstaltung 100-mal verändert haben und jetzt eben im kleinsten Rahmen ermöglichten. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir mindestens am Ende des Jahres 21 die Ehrung die Auszeichnungen der EIGA 2020 auch in Präsenz machen können. Ich begrüße sehr, sehr herzlich Inke Arns vom Medien Hardware Kunstverein und ihr Team. Da sind so viel, ich weiß, jetzt muss ich mal richtig überlegen, Catalina Kraschnowska. Entschuldigung für die Verballhornung. Und Matthias Weiser, der die Verwaltung übernimmt. Und ich möchte sehr herzlich begrüßen Lisa Marei Schmidt vom Brücke Museum. An Sie alle herzliche Gratulation meinerseits schon vorab. Ich begrüße unsere Laudatorinnen Elke Buhr, die Chefredakteurin vom Monopol, und Sabine Maria Schmidt, die Kuratorin in der Kunstsammlung in Chemnitz ist,
beide sind EIKA-Mitglied und wir haben nicht ganz paritätisch einen Laudator, Gerd Korinthenberg, unseren Vizepräsident. Sie drei werden die Auszeichnung im Detail präsentieren. Vielleicht interessiert es Sie aber, gerade zu erfahren, wie eigentlich die EIKA entstanden ist. Und das resultiert genauso wie die ICOM aus dem Bedürfnis heraus, direkt nach dem Krieg einen Neustart nach der Nazizeit zu machen. Allen war klar, dass die Museen neu aufgestellt werden müssen. Deshalb ist die ICOM 1946 schon ins Leben gerufen worden. Und an den beiden weiteren Kongressen, die beide in Paris stattgefunden haben, wurden dann von denselben Museumsdirektoren, die die ICOM einberufen hatten, auch festgestellt, wir brauchen eine verantwortliche Kunstkritik. Und sie haben die EIKA, das heißt die Association Internationale de Critique d'Art, ins Leben gerufen, also den Kunstkritikerverband. Und dieser ist ein Jahr darauf, 1950, als NGO anerkannt worden von der UNESCO und gleichzeitig wurde auch die deutsche EIKA gegründet. Mittlerweile gibt es 65 Nationen, die eine eigene nationale Sektion haben und es sind 95 Nationen in der EIKA inbegriffen, wobei es eine offene Sektion gibt, die alle Mitglieder, die keine nationale Sektion haben oder in diktatorischen Regimen wohnen und sich dort nicht wohlfühlen oder überhaupt nicht äußern können, diese werden da aufgenommen. Es hat also mittlerweile plus minus 5000 Mitglieder und davon sind etwas mehr als 200 in Deutschland. Der Verband obliegt die Förderung des Verständnisses der bildenden Kunst und all ihren geschichtlichen Entwicklungen und Erscheinungsformen und deren kritische Interpretation. Zu den wichtigsten Aufgaben gehören die Förderung der Kunstkritik und ihren Einfluss, der Schutz ethischer wie professioneller Interessen ihrer Mitglieder und anderen Kollegen, im Besonderen die Presse- und Meinungsfreiheit, was wir alle wissen, heute einen ganz, ganz besonderen Wert hat. Vor sehr kurzem hat die UNESCO aufgerufen und gesagt, dass Kunstkritik oder überhaupt Kritik in Gefahr sei. Als dritten wichtigen Impuls ist es den internationalen Austausch von Informationen und das gegenseitige Verständnis von bildender Kunst und Ästhetik aller Kulturen. Deshalb organisiert EIKA international jährlich einen Weltkongress, wobei diese immer von nationalen Sektionen durchgeführt werden und auf diese Weise die Interessen und Probleme der Kunstkritik in bestimmten Situationen widerspiegelt. 2019 hatten wir die Ehre, den 52. Internationalen Kongress zu machen und der war der Kunstkritik in Zeiten von Populismus und Nationalismus gewidmet. Aber was Sie vielleicht interessieren wird, ist, dass die beiden früheren Kongresse in Deutschland, nämlich 1974 in Köln, dem Thema Realismus und Realität gewidmet war. Und drei Jahre später der Kongress, der in Gera stattfand, also ein Kolloquium, Kunst und Umwelt, Probleme ihrer Beziehungen zu Leben und Wohnen des Menschen in Gegenwart und Zukunft. Und da sieht man natürlich schon die Spannweite der unterschiedlichen Interessen, je nachdem, wo Kunstkritik durchgeführt wird.
Und das ist natürlich auch ein Bezug zu Dessau und hochaktuell durch den Klimawandel und den Fokus der Fragestellungen, die wir heute auch wieder haben. Auf nationaler Ebene bleibt es den Sektionen weitgehend freigestellt, wie sie operieren. Und in Deutschland hat vor allem Walter Fitt, der in dieser Tage gestorben ist, Geschichte der deutschen EIKA geprägt. Er ist 1974 als WDR-Journalist eingetreten, 1986 im Vorstand und wird von 1989, also dem Jahr der Wiedervereinigung, bis 2008 Präsident. Und er hat nicht nur die Schriften der Kunstkritik und natürlich die Wiedervereinigung, die eben nicht ganz geglückt ist. Wir sind nicht ein Verein geworden, sondern es wurde selektiert. Und diese Frage wollten wir uns ja mit unserer Tagung Kunstkritik in Ost und West, eine deutsch-deutsche Geschichte, in der nächsten Woche in Dresden treffen. Das ist jetzt nun mal verschoben auf dem Frühjahr. Meisten Großen, und er hat vor allem, was uns heute besonders interessiert, die drei Auszeichnungen der EIKA mitbegründet. Sie sind alle in seiner Ära entstanden. Die Ausstellung des Jahres wurde bereits 1996 eingeführt. Und damals war es so, dass eigentlich das Plenum Vorschläge eingereicht hat und man hat festgestellt, es sind ja immer die Großausstellungen, die Blockbusters, die gewählt werden und mit einer Minderheit, weil es zu viele Ausstellungen gab, sodass wir eigentlich 2012 angefangen haben, ein Komitee zu machen, dessen Vorstand jetzt eben Sabine Maria Schmidt hat, um die uns dann präsentieren in der Jahresvollversammlung, welche Ausstellungen in diesem Gremium als beste zur Wahl stehen. Und das ist dieses Jahr Artists and Agents geworden, das ja, wie Sie sich vorstellen können, ja auch sehr gut in der Thematik dieser Ost- und West-Tagung passt. Und als zweite Folge ist eben die besondere Ausstellung des Jahres ins Leben gerufen worden, weil die kleinen Häuser oder Spezialprojekte auch von nicht kommerziellen Galerien einfach nie berücksichtigt worden sind. Und das hat eben zu dieser besonderen Ausstellung des Jahres geführt. Und dieses Jahr wird immer von einer Jurorin oder einem Juror ausgewählt, der den Nachfolger fürs nächste Jahr auch bestimmt. Und in diesem Jahr konnten wir Elke Buhr, die auch Mitglied bei uns ist, dafür gewinnen. Und sie hat eben Vivian Sutter, Bonzos Garden, im Brügge-Museum ausgesucht. Und als letzte wurde das Museum des Jahres 2004 eingeführt. Und das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger politischer Akt, weil wir das Gefühl hatten, dass wir die Museen auch stärken müssen und ihnen sozusagen ihre Existenz erleichtern müssen. Und was sind die Kriterien, die wir dabei erachten? Wir haben immer Häuser ausgesucht, die nicht dem allgemeinen Trend, nicht Kommerzausstellungen in den Vordergrund stellen, sondern eben Nischen aussuchen.
Und so ist es auch für uns dieses Jahr in gewisser Form ein Novum, weil wir erstmals in der 70-jährigen Geschichte der deutschen Sektion des Internationalen Kunstkritikverbands EICA nun ein Haus als Museum des Jahres küren, das nicht nur der Kunst im engeren, sondern auch in ihrem angewandten Sinne als Architektur, Formgebung, Foto und Typografie widmet. Und erstmals ehren wir ein Museum, das eine sehr junge Geschichte hat. Aber mehr als 133.000 Besucher haben dies gleich im ersten Jahr des im September 2019 eröffneten Museums honoriert, das aber wegen der Corona-Pandemie sozusagen gleich wieder danach geschlossen werden musste. Beispiel hat für die kulturelle Bildung am Bauhausmuseum ist das mit 36 Schulen und den Museen in den Bauhausstädten Weimar, Dessau und Berlin organisierte Programm Bauhausagenten, bei dem Experten und Expertinnen aller Altersgruppen 4 Jahre lang an Museumskonzeptionen, Ausstellungsgestaltungen und Vermittlungsmethoden mitgearbeitet haben. Eines verbindet die Kunstkritik und die Museen. Beide stehen vor massiven Veränderungen, die einerseits durch die Pandemie, aber auch durch Klimawandel, durch massiven Veränderungen in der Medienlandschaft und der schwindenden Möglichkeiten der Berichterstattung bedingt sind. Wir stehen vor einer unsicheren Zukunft und wie Frau Bauer gerade sagte, wir müssen die Zukunft gestalten. Bleiben wir also optimistisch und kreativ. Ich danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Freue mich sehr, dass ich hier bin. Freue mich sehr, dass ich hier diese besondere Ausstellung vorstellen darf und dass ich sie auch aussuchen durfte als Alleinbesucherin. Das ist natürlich ein Traumjob. Man muss nicht diskutieren. Man schaut sich einfach so viel wie möglich an und dann darf man ganz seinen eigenen Leidenschaften folgen und das habe ich gemacht. Jetzt geht's los. Wir fangen mit Leidenschaften an. Unsere aller Leidenschaft ist natürlich erstmal bei der Kunst. Deswegen fange ich bei der Künstlerin an, um die es gehen soll. Ah, da sind auch schon die Bilder, die laufen jetzt einfach so durch. Da können Sie ein bisschen reinschauen in die Ausstellung. Es gibt einige entscheidende Momente im Leben von Viviane Suter. Einer von ihnen war die Begegnung mit Stan. So hatten die Meteorologen den Hurricane getauft, der am 4. Oktober 2005 über Südamerika tobte, 2000 Todesopfer forderte und schwere Überschwemmungen verursachte. Auch über die ehemalige Kaffeeplantage in dem kleinen Ort Panayachel in Guatemala, wo Suter seit Anfang der 1980er Jahre lebt, zog Stan hinweg. Der Gebäudekomplex liegt an einem der vulkanischen Berge rund um den See Atitlan. Ein verwunschenes Haus im Dschungel mit 2 Ateliers, eines oben am Hang, eines unten. Als das Wasser sich zurückzog, fand Suter ihre Kunst zerstört. Viele Bilder, die auf dem Boden lagen, hatte der Schlamm begraben, fast 1 Meter hoch. Die hängenden Sachen waren nass. Ich habe mit ihr gesprochen, sie sagte, es war ganz furchtbar, alles war verloren. Gemeinsam mit ihren Helfern aus dem Dorf begann sie aufzuräumen. Sie säuberte die Werke, sie trocknete sie. Und sagt, irgendwann habe sie die Sachen wieder angeschaut und eine besondere Schönheit in ihnen gesehen. Das war ein Wendepunkt. Seitdem lässt Suter die Natur in ihre Kunst hinein. Sie vergräbt ihre Werke, setzt sie Wind und Wetter aus, macht sie zum Teil des Dschungels, in dem sie lebt. Und auch wenn sie ausstellt, ist die Natur ihr Partner. Auf der Documenta 14 in Athen flatterten ihre bemalten und bearbeiteten Stoffbahnen unter dem offenen Dach eines halb verfallenen Pavillons auf einem grünen Hügel bei der Akropolis im Wind. Ein magischer Moment, für mich einer der absoluten Höhepunkte der Ausstellung.
Mit diesem Auftritt brachte Dokumentarleiter Adam Cimcik Vivian Suter wieder auf die Agenda, gemeinsam mit ihrer Mutter Elisabeth Wild, die seit Jahrzehnten mit ihr zurückgezogen in Guatemala an ihrer Kunst arbeitet und ebenfalls zur Dokumenta eingeladen wurde. Es ist nicht so, dass Vivian Suter 1949 in Buenos Aires geboren vorher keine Karriere gehabt hätte. Sie begann mit der Ausstellung Sechs Künstler aus Basel, die Jean-Christophe Ammann 1981 in der Kunsthalle Basel organisiert hatte. Heute würde man sie Emerging Artists nennen. Alex Silber, Anselm Stalder, Ruth Himmelsbach, Hanna Findiger, Miriam Kahn und eben Vivian Suter. Der Kunstmarkt nahm damals gerade Fahrt auf. Plötzlich waren Maler gefragt und sogar Malerinnen, spektakulär, die Medien berichteten. Und Vivian Suter entzog sich dem Hype. Das Oberflächliche, die Vernissagen, das nahm alles so viel Zeit weg. Sie wollte sich mehr auf ihre Kunst konzentrieren. Suter reiste nach Los Angeles, dann immer weiter nach Süden und blieb in Guatemala hängen, an den vulkanischen Hängen des Sees Atitlan. Dort verfolgte sie ihren ganz eigenen künstlerischen Weg weit ab vom Betrieb. Bis Cimcik sie aufstöberte und 2011 noch einmal Künstler aus Basel zeigte. Der Dokumentarauftritt machte das Comeback komplett. Es hat seitdem einige, auch sehr große Ausstellungen mit Vivian Suter gegeben. Aber die, die im September 2020 im Berliner Brücke-Museum eröffnete, war eine ganz besondere. Auch im Brücke-Museum hingen Vivian Suters Leinwände im Wind, unter dem Dach des modernistischen Düttmann-Baus. Und im Inneren des Museums waren sie wie eine frische Brise. Lisa Marei Schmidt, Kuratorin und Direktorin des Brücke-Museums, hat mit der Ausstellung von Vivian Suter und Elisabeth Wild Sonne, Luft und Gegenwart in ihr Museum gelassen und beispielhaft gezeigt, wie zeitgenössische Kunst mit einer Sammlung in einen wirklich fruchtbaren Dialog treten kann. Der Eingriff war zunächst architektonisch. Schmidt hat die Oberlichter des Pavillons geöffnet und mit einem Schlag überraschend viel lichten Raum geschaffen, in dem Suters Leinwände frei schwingen konnten. Wer hätte gedacht, dass dieses Museum so hell und freundlich sein kann? Die Bilder rahmten die großen Fenster ein und lenkten den Blick immer wieder in den Garten. Sie umspielten aber auch in ungesehener Freiheit die Klassiker von Ernst Ludwig Kirchner oder Carl Schmidt-Rottluff, die teilweise sogar direkt auf Suters Werke gehängt wurden. Sie selbst hätte sich das nicht getraut, hat Lisa Marei Schmidt mir gesagt, aber die Künstlerin, die durfte das. Schmidt hat Vivian Suter und ihre Mutter Elisabeth Wild gebeten, mit ihrer Sammlung zu arbeiten. Es war die Mutter, die die Werke noch ausgesucht hat, die in der Ausstellung zu sehen waren. Wild ist im Februar 2020 im Alter von 98 Jahren gestorben. Bis zuletzt hat sie an ihren kleinformatigen Collagen gearbeitet, die in der Ausstellung zu sehen waren. Und Vivian Suter konnte trotz Pandemie im digitalen Distanzaufbau sehr genau entscheiden, wie die Werke gehängt und die Konstellationen geschaffen werden. Der Umgang mit der Sammlung ist so spielerisch wie erhellend. Wild wählte nie gezeigte Textilarbeiten aus, die nach Brückewerken entstanden, bezog Kunstgegenstände wie ein geschnitztes Schachspiel von Carl Schmidt-Rottluff mit ein, ließ Bilder umdrehen, die an ihrer Rückseite weitere Werke verbergen. Und Suters Malereien brachten die Farbakkorde der Brückebilder neu zum Singen. Es ist, als würde ich mich selbst auf die Seite tun und dann das Außen einfließen lassen. So beschreibt Suter ihre intuitive, aber niemals naive Arbeitsweise. Eine überaus gelungene Eroberung der Kunstgeschichte, also die nebenbei die Frauenquote im Brücke-Museum spektakulär verbessert hat. Es ist heute viel von der Revision des Kanons die Rede und davon, wie die Museen sich der Gegenwart öffnen können. Früher glaubte man, Museen repräsentieren die Kunstgeschichte. In Wirklichkeit repräsentierten sie in ihrer überwältigenden Mehrheit aber nur einen kleinen Teil davon, nämlich den weißen, männlichen. Gerade auch die Künstler der Brücke werden heute anders wahrgenommen als noch vor wenigen Jahren. Die Geschlechterverhältnisse in ihren Werken und auch in ihren Biografien werden problematisiert, die allzu kindlichen sexualisierten Modelle der Exotismus. Gleichzeitig wehren sich viele Menschen vehement dagegen, dass ihre geliebten Werke, ihre Ikonen auf diese Weise in Frage gestellt werden. Ein kleines, spezialisiertes Haus wie das Brücke-Museum liegt deswegen nur scheinbar an der Peripherie des aktuellen Kunstgeschehens. Es ist direkt im Zentrum des Diskurses. Und Lisa Marei Schmidt hat den Mut, das in ihrem Programm auch umzusetzen. Sie muss dafür nichts und niemanden canceln. Sie sucht vielmehr nach einer Form der Aktualisierung, die beiden Seiten gerecht wird. Und hat mit Vivian Suter und Elisabeth Wild ein perfektes Gegenüber für die Brücke-Werke gefunden. Vielleicht ein Korrektiv.
aber eines, das eine ähnliche Seite anschlägt und das einen Resonanzraum findet. Der Titel der Ausstellung, die ich ausgesucht habe und für die ich Lisa Barey-Schmidt nochmal herzlich gratulieren möchte, lautet Bonzos Dream. Bonzo ist der Hund von Vivian Suter. Was träumt ein Hund in einem paradiesischen Garten in Guatemala? Das ist eine Frage, die sich auch die Brücke-Künstler hätten stellen können. Wie können wir den Kanon aktualisieren? Das ist eine Frage, die Lisa Barey-Schmidt im Brücke-Museum beantwortet hat. Auf geradezu traumhafte Weise. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. War sehr schön. Foto auf. Ich begrüße ganz herzlich im Namen der Aika Inka Arns, Katak Krasnagay und Matthias Mais, dem kaufmännischen Geschäftsführer der HVHR Medienkurzverein. Ich freue mich sehr, die Ausstellung des Jahres 2020 einführen zu können, Artists and Agents, Performance Kunst und Geheimdienste. Eine Ausstellung, die wie gesagt von dem gesamten Mitgliederkreis ausgewählt wurde. Wir wissen nicht, ob das, was wir in den Akten gelesen haben, so nur in Osteuropa passiert ist. Doch sind wir uns ziemlich sicher, dass auch in den westlichen Ländern Künstler überwacht wurden, kommentierten Silvia Sasse und Katak Krasnagay ihre ausführlichen Recherchen über die Interaktionen zwischen Geheimdiensten und Performancekunst, die in der gemeinsam mit Inka Arns kuratierten Ausstellung Artists and Agents im Hamburger Medienkunstverein in Dortmund zu studieren war. Und studieren ist eigentlich ein wichtiges Wort. Untersucht wurde der Einfluss unter anderem der CIA als Kultursponsor im Kalten Krieg. Seit dem 11. September 2001 sind ja auch im Kunstbetrieb immer wieder Einzelfälle von Überwachung bekannt geworden. US-Behörden führten mit der Terrorwatch-List eine sehr umfangreiche Liste von Verdächtigen, Known or Suspected Terrorists. Auf die Liste gelangten zum Beispiel bekannte deutsche Künstler wie Christoph Faulhaber oder 2018 das Zentrum für politische Schönheit, das wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen das ermittelt wurde. Und nicht nur Julian Assange, der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, sondern auch seine Besucher, darunter Journalistinnen und Filmemacherinnen, sind in der ecuadorianischen Botschaft in London ausgesperrt worden. Ein massiver Bruch gegen Redaktionsgeheimnis und Persönlichkeitsrechte. Da zahlreiche Archive erst seit 1990 in Deutschland, Osteuropa und auch in der Schweiz geöffnet sind, konnten in den letzten Jahren erst überraschende Informationen und Akten ausgewertet werden. Und ich glaube, das ist erst eine Spitze eines Eisbergs, der so angegangen ist. Hier sehen wir eine ganz zentrale Ausstellungsansicht. Sie lassen ahnen, wie sehr destruktive und zersetzende Strategien gegen künstlerische Subversion und Freiheit auch in Zukunft von geheimdienstlichen oder autoritären Strukturen eingesetzt werden könnten. Zugleich verblüffen die unterschiedlichen Ansätze der Geheimdienste. Ist das zu langsam, oder? Zugleich verblüffen die unterschiedlichen Ansätze der Geheimdienste, die sich nicht selten sehr nah an künstlerisch herantasten. Für die Ausstellung Artists and Agents wurden zahlreiche Fallbeispiele aus der Schweiz, der DDR, Polen, der CSSR, der Ungarischen Volksrepublik, Rumänien, der UdSSR, sogar Chile, den Niederlanden und Deutschland zusammengetragen. Das war ein ziemlich umfangreiches Feld. Vor allem das Medium der künstlerischen Performance und des Happenings, im Osten meist noch Aktionskunst genannt, galt den Geheimdiensten als besonders suspekt. Aktionskunst galt dort als westlich, neo-avantgardistisch, dekadent, bourgeois oder gar antisozialistisch. Meistens fanden die Aktionen spontan und ohne vorhersehbare Choreografie statt. Manchmal waren die Veranstaltungsorte unbekannt und auch das zu erwartende Publikum
galt es ja präzise nach dem WKW-Schema, wer kennt wen, zu evaluieren. Und es war vor allen Dingen nie wirklich vorher berechenbar. Was allerdings eine Performance ist und was nicht, ich habe es noch gerade schon das richtige Bild. Was eine Performance ist, bleibt dabei sehr dehnbar. Sanja Ivekovic forderte während eines Besuchs von Tito in Zagreb in ihrer doch fast kunsthistorisch-ikonischen Arbeit Triangle die Beobachtung durch die Polizei förmlich heraus, indem sie einfach auf dem Balkon sitzt und liest und so tut, vielleicht sogar als würde sie masturbieren. Gegenüber steht ein Scharfschütze auf dem Dach, sie wird fotografiert und lässt fotografieren. Doch nicht immer gelingt es, die Überwacher zu überwachen. Die Ausstellung bündelte zahlreiche Geschichten, die bis in die Gegenwart hineinreichen. Besonders betroffen war Gabriele Stötzer, über die nach der Wende tausende von Stasi-Akten bekannt wurden, die alles zusammenfassten, was an Verrat, Denunziation, Erpressung und Hinterhältigkeit denkbar ist. Die Stasi spielt ihr ja ein Modell zu, einen jungen Transvestiten, IBM Konrad, der bereits wegen pornografischer Bilder im Gefängnis gesessen hatte. Stötzer hatte einen Protestbrief gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann unterschrieben und wurde zu einer Gefängnisstrafe wegen Staatsverleumdung verurteilt. Das ist jetzt nur eine ganz kurze Zusammenfassung dieser besonderen Biografie. Stötzer hatte vorher einen Protestbrief gegen die Ausbürgerung unterschrieben und eine Gefängnisstrafe abgesessen. Auch Cornelia Schleime, die 1984 aus der DDR ausgereist war, hat die Überwachung später zur eigenen künstlerischen Arbeit inspiriert oder auch gemacht, indem sie sich immer wieder so inszenierte, wie die Stasi ihr das zufantasiert hatte. Ihr wurden zahlreiche negativ-feindliche Konnotationen zugeschrieben und dieser Begriff negativ-feindlich ist unter anderem einer der vielen Adjektive und Terminologien, die in der Ausstellung auch akribisch herausgearbeitet wurden. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt dieses Projekts. Noch komplexer ist eine Fotokoje, die eine Arbeit von Tina Mara und Alba Durbano zeigt. Die entdeckten nämlich in der Arbeit der spanischen Künstlerin Dora Garcia, die wir alle auch kennen, ein 25 Jahre altes Foto, das offensichtlich auch aus Stasi-Akten stammte und Tina Mara nackt mit einem Balken über den Augen zeigt. Das Foto war Teil eines beschlagnahmten Konvoluts, das 1983 im Rahmen einer operativen Aktion mit dem Titel Wespen entzogen wurde. Dora Garcia verwendete dieses als Found Footage dann für ihre Arbeit, ohne sich über die Herkunft des Bildes Klarheit zu verschaffen bzw. Persönlichkeitsrechte abzufragen. Eine Problematik, die in der Kunst leider nicht selten vernachlässigt wird. Mit verblüffender Raffinesse näherten sich Agenten mit doppelten Identitäten auch künstlerischem Denken und Können an oder waren selber als Künstler ausgebildet. Der Fotograf Rainer Wasse, der an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig studierte und ab 1976 als inoffizielles Mitglied der Künstlergruppe Clara Mosch, auch Karl Marx Stadt, ihre gesamten Aktionen fotografisch begleitete, ist ein solches Beispiel. Das war der Freund, der auch Künstlerfilme drehte, Postkarten entwarf und an Mail-Art-Objekten mitgearbeitet hatte. Unter dem Decknamen Frank Körner, zeitgleich als IM für das Ministerium für Staatssicherheit der DDR gearbeitet. Zur Gruppe, für die unter anderem Lutz Dambeck 1977 das Gründungsplakat entwarf, gehörten damals Karl Friedrich Klaus, Gregor Thorsten Schade, Thomas Rampf, Dagmar Rampfschinko und Michael Morgner. Die Dokumentation dieser ganzen Arbeit, die wir heute eigentlich vergessen hätten wahrscheinlich, verdanken wir eigentlich gerade dem IM Wasse, der die gesamte Performancekunst dieser Künstlergruppe dokumentiert hat. Auch das ist so ein ganz wichtiger Clou oder so ein verdrehtes Arbeitsergebnis, das Staatssicherheitsmitarbeiter Kunstgeschichte geschrieben haben. Wasse, der uns als seine Künstlerfreunde verriet, hat uns letztlich damit eine Art Werkverzeichnis hinterlassen, äußerte Thomas Rampf im gleichen Jahr zur Pressekonferenz einer umfangreichen Ausstellung, die in der Kunstsammlung Chemnitz stattgefunden hat.
Dass eine der Clara Mosch zugeschriebenen Aktionen aber gar nicht von den Künstlern stammt, zeigt nicht zuletzt auf, ob man Stasi-Informationen letztlich immer Glauben schenken darf. Und auch da gab es ganz interessante Recherchen. Das Scheiden von Clara Mosch wird unterbewertet, heißt es auf einer Straßenschmiererei in weißer Farbe. Diese wurde als Kompromat einem anderen Fotografen, Kurt Buchwald, zugeschrieben, stammte aber wohl ebenso von Wasser selbst, wie Stasi-Akten offenlegen. Also Autorschaften wurden auch innerhalb der IMs irgendwann gar nicht mehr richtig klar zudefiniert. Journalismus ist keine Spionage. Künstlerische Beobachtung gemeinhin auch nicht. In zahlreichen Aktionen und Initiativen reagierten Künstler aber mit Gegenbeobachtungen. Die polnische Gruppe Orange Alternative organisierte am 1. März 1988 den Tag des Geheimdienstlers, als wäre er von der Staatssicherheit selbst ins Leben gerufen. Der tschechische Künstler Jiří Kovanda ließ sich um 1977 von einem Freund mit der Kamera verfolgen und fotografieren, als würde dies aus der Perspektive eines auch für Passanten sichtbaren Informanten geschehen. Das ist ja teilweise schon ein Genre geworden, wenn man an wichtige, grundlegende Arbeit von Sophie Keil zum Beispiel erinnert. Mit der Auszeichnung Ausstellung des Jahres haben die deutschen Kunstkritiker die Show Artists and Agents im Hardware Medienkunstverein in Dortmund prämiert. Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls beleuchtete die Show die Interaktion zwischen Geheimdiensten und Performancekunst als eine Kunstrichtung, die den Parteidiktaturen Osteuropas am unkalkulierbarsten als westlich erschien. Zu der Frage, was die Geheimdienste von den Künstlern überhaupt befürchteten, was die überwachten Künstler und Künstlerinnen zu befürchten hatten, stellte die Ausstellung ein facettenreiches Kompendium künstlerischer Positionen vor, und zwar nicht aus der Perspektive von Kuratoren, sondern aus der von den Geheimdiensten. Das hat eine ziemliche perspektivische Verschiebung gebracht. Hierfür waren umfangreiche Recherchen nötig, die vor allen Dingen in Ostblockländern tätig waren. Dass diese in der Ausstellung geleistete Verbindung nur dank enger Verknüpfung mit akademischer Forschung möglich war und zugleich mit souveräner multimedialer Ausstellungskultur, kann man sagen, ist eine vorbildliche Entscheidung. Zumal beide Disziplinen in den letzten Jahren, also ich sage mal der Ausstellungsbetrieb und der akademische Betrieb, oft ziemlich auseinandergedriftet sind. Wie immer war die Ausstellung von einem kostenlosen Begleitheft ergänzt. Dieses fasste ein themenspezifisches Vokabular von Geheimdienstcodes und Techniken zusammen. Hinzu kam eine anspruchsvolle Katalogpublikation, die bei Spector Books erschien, die Hausadresse für alles, was aus dem Osten kommt, sage ich jetzt mal so lapidar. Nicht zuletzt endete die Ausstellung mit einem Arbeitsauftrag. Zensur und Überwachung sind in vielen Ländern wieder in die Hauptschlagadern des Kulturbereichs eingedrungen. Es ist zu fürchten, dass weiterhin viele Akten angelegt werden. Ich möchte also nochmal ganz herzlich im Namen der AIKA das Kuratorenteam jetzt hier ansässig Silvia Sasse, aber Kadakta Schnorikai und Inka Arns gratulieren. Ja, guten Abend, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren. Meine Vorrednerin hat mir so ein bisschen eine Vorlage geliefert, sozusagen. Es ist mir eine große Ehre, Ihnen heute Abend hier unsere Begründung für das Museum des Jahres, die Auszeichnung der AIKA, vortragen zu dürfen. Es ist mir nicht nur eine große Ehre, sondern dazu werde ich fast ein bisschen sentimental, aber eine große Freude, persönliche Freude. Ich habe es mit etwas Chuzpe geschafft, 1982 oder 83 ins Bauhaus Dessau vorzudringen. Ich war damals als Korrespondent eines westlichen Mediums unterwegs, wie so häufig in der DDR, wollte endlich mal das Bauhaus sehen, habe einige Tricks und Schliche angewandt und siehe da, es ist mir gelungen, unter Missachtung der strengen Auflagen des Außenministeriums der DDR
meinen vorgeschriebenen Reiseweg zu verlassen und hier in Dessau zu landen. Und saß plötzlich, ehe ich mich versah, morgens früh um 9 Uhr Professor Kuhn gegenüber, der mir einiges über das Bauhaus erklärte und die aktuelle Arbeit schilderte. Und als er mich fragte, was machen Sie denn eigentlich so beruflich? Und ich sagte, ich bin Journalist, ganz bleich wurde und sagte, um Gottes Willen. Ich fand noch mit einem Satz persönlich fort. Ich habe vor einigen Jahren mich mal darum gekümmert, weil ich einfach neugierig war und habe eine Stasi-Akte beantragt und die ist dann auch gekommen. Das war natürlich keine Akte, sondern ein kleines Bündelchen von Papieren. Da war einiges aufgezeichnet, was ich hier so betrieben habe im Arbeiter- und Bauernstaat. Aber kurioserweise dieser Besuch, wo ich gedacht habe, also das kann nicht gut gegangen sein, dieser Besuch war kurioserweise nicht verzeichnet. Also offenbar war der VEB Horchbuck und Greif, wie er damals scherzhaft hieß, nicht so allwissend, wie man immer glaubte. Entschuldigung, meine etwas sentimentale Altmännererinnerung, die ich Ihnen jetzt mitgeteilt habe. Viel ist vor 2 Jahren gesprochen und geschrieben worden, als es galt, das 100. Gründungsjubiläum des Bauhauses zu feiern. Manches klang fast so, als ob der in Weimar und später hier in Dessau tätigen Kunstschule so etwas wie eine nationale, ja sogar international wirksame Entlastungsfunktion zukommen sollte, beim Blick auf das durch deutsche Schuld so blutige 20. Jahrhundert. Der Geist von Gropius, Mies und Meyer gegen den Ungeist von Militarismus und Faschismus. Doch so simpel liegen die Dinge nicht, wie uns eine kritische Geschichtswissenschaft lehrt. Auch das Bauhaus, auch manche seiner Heroen, ebenso wie eine Reihe von Studierenden, waren nicht gegen die Versuchungen des Totalitarismus imprägniert. Zugleich aber war das Bauhaus natürlich auch ein dem Geist der jungen Weimarer Republik entstammender gedanklicher Vorgriff auf eine Welt der Freiheit, Demokratie und Internationalität, um aus der Jubiläumsansprache unseres Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zu zitieren. Der Blick hinter die Kulissen der stets politisch wie wirtschaftlich bedrohten kleinen Kunstschule lohnt also unbedingt. Und nirgendwo gelingt dies besser als eben hier in Dessau, hier in Ihrem Museum. Das noch junge Bauhausmuseum überzeugte uns Kunstkritiker damit, dass es einerseits die Erinnerung an das Bauhaus als bedeutendste Schule für Gestaltung im 20. Jahrhundert wachhält. Andererseits wird hier aber auch die Idee des Bauhauses eindrucksvoll in die Gegenwart übertragen. Während des 1976 begonnenen Aufbaus der Sammlung war der DDR vor allem natürlich aus Devisenmangel kein Ankauf ikonischer, kunsthistorisch schwergewichtiger Werke der Bauhausmeister auf dem internationalen Kunstmarkt möglich. Die heutige Ausstellungskonzeption rückt folgerichtig nicht die hinlänglich bekannten Inkunabeln aus Kunst- und Formgebung, sondern die Lehr- und Lerntätigkeit in den Mittelpunkt. Die Präsentation betont kreative Prozesse anstelle eines oft zelebrierten und hinlänglich bekannten Bauhausmythos. Man kann hier das gängige Wort gebrauchen, aus der Not wurde eine Tugend gemacht. Und immensen Anteil an diesem Konzept, ich erwähne dies auch aus persönlicher Erinnerung und Sympathie, hatten Gisela und Hans-Peter Schulz, die mit ihrer Leipziger Galerie am Sachsenplatz das Thema Bauhaus zum Sammlungs- und auch zum Lebensschwerpunkt gemacht haben. Stets natürlich unter den Vorbedingungen des staatlichen Kunsthandels der DDR und durchaus auch von den Staatsorganen beargwöhnt. Die von den beiden Galeristen in der DDR und auf dem Gebiet der DDR erworbenen und in mehreren Katalogen publizierten Arbeiten oft vergessener Bauhausstudierender gehören zum Grundstock des heutigen Museums. Die Arbeiten, Entwürfe und Skizzen aus den Vorkursen, Klassen und Werkstätten geben den Blick frei auf das nicht spannungslose intellektuelle Innenleben der Hochschule und deren Ziel einer zeitgemäßen Entwicklung der Behausung, um Walter Gropius zu zitieren. Der Titel Versuchsstätte Bauhaus, die Sammlung, als Name der von Regina Bittner, Dorothee Brill und Wolfgang Töner kuratierten musealen Dauerausstellung, bringt dies deutlich auf den Punkt. Damit wird zugleich das nahegelegene historische Bauhaus wieder lebendig. Es wird sowohl vor der erstarkten Monumentalisierung bewahrt,
als auch vor der Banalisierung als großer touristischer Hotspot. Die mutig und heftig umstrittene Entscheidung, das Museumsgebäude nach einem Entwurf von Addenda Architects aus Barcelona mitten ins Zentrum Dessaus auf eine gesichtslose, so darf ich es wohl nennen, Einkaufsstraße zu platzieren, stellt aus unserer Sicht eine geglückte kulturelle Wiederbelebung der City dieser im Zweiten Weltkrieg schwerst zerbombten Industrie- und Residenzstadt dar, der die Wucht der Zerstörung und der Verlust historischer Bausubstanz bis heute deutlich anzusehen ist. Der Bau, in dem wir uns ja hier auch heute Abend glücklicherweise versammeln konnten, der Bau, ein schwebender Riegel hinter gläserner Hülle, erscheint nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Ästhetik wie eine zeitgemäße Interpretation gropiuschen Bauens. Damals, wie auch heute, ein knappes Jahrhundert später, musste der Entwurf einem engen Kostenrahmen Rechnung tragen. Ich glaube, das ist fast ein Witz der Geschichte. Damals kein Geld, heute kein Geld. Die in Ihrem Museum vorgestellten Kunstwerke, Möbel, Fotografien, Pläne und Dokumente werden regelmäßig von Sonderausstellungen in der Ausstellung ergänzt. Diese Reihe Zwischenspiel thematisiert stets in Beziehung zur Sammlung aktuelle und historische Beiträge aus Kunst, Architektur und Fotografie. Die offene Bühne im Museumserdgeschoss ergänzt die historische Bauhausbühne. Dieses Projekt ist neben den erwähnten Sonderausstellungen ein weiterer wichtiger Baustein der starken Verbindung klassisch-moderne mit der heutigen Kunst, die das Bauhausmuseum deshalb so besonders macht. Für uns Kritiker vorbildlich ist ebenso die museale Präsentation der Ergebnisse wissenschaftlicher Bauhausforschungen zur Architektur, zu Design oder Typografie. Hier ist Initiator die Bauhausstiftung, die unter anderem die Rezeption des Bauhauses in der DDR dokumentiert, sowie internationale Künstlerinnen und Künstler zur Residenz, die das wiederhergestellte Meisterhaus Gropius einlädt. Die Reihe der Museumspublikationen, darunter der ansprechende Sammlungskatalog, wird von einem attraktiven, breit gefächerten Angebot auf der Webseite ergänzt. Das hatte und hat leider auch seinen besonderen Wert während der andauernden Pandemie. Auch die Serie Aus der Vitrine digital war ein informatives Angebot für alle Bauhausinteressierte während der langen Corona-Schließung. Man kann den heute vor genau 95 Jahren eröffneten historischen Gropiusbau als das größte unter den über 1000 Ausstellungsstücken dieses Museums bezeichnen. Und es ist sicher das Wichtigste und auch das Lehrreichste. Wenn ich hier abschließend meine persönliche Sicht äußern darf, das Bauwerk von 1926 zeigt die ästhetische Vollkommenheit seiner Architektur erst, wenn man es möglichst mehrfach, wir haben es eben nochmal gemacht, möglichst mehrfach umrundet und jedes einzelne Detail aus sehr verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Es ist somit, so meine ich, die Verkörperung dessen, was den eigentlichen Sinn von Bauhaus ausmacht, an dem junge Männer und Frauen aus fast 30 Nationen studiert haben. Bauhaus, das bedeutet mit Mut, mit Neugierde und mit Offenheit auf unsere plurale, vielgestaltige und manchmal auch sehr widersprüchliche Wirklichkeit zuzugehen. Dies ist eine warnende Aufforderung zu Toleranz und Liberalität aus der gescheiterten Republik von Weimar. Eine Botschaft, die angesichts von Hetze und Demagogie, von Antisemitismus und Nationalismus in den sogenannten sozialen Medien, auf den Straßen und in den vielen Parlamenten unserer Republik leider nichts von ihrer Dringlichkeit eingebüßt hat. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.
Vielen Dank für diesen ereignisreichen Abend und die wunderbaren Laudatien.